Herzlich willkommen zu Smart Museum TV. Heute sind wir im Naturkundemuseum Ottonium der Stadt Kassel. Kommt mit auf eine Zeitreise. Wir zeigen euch, wie es vor Millionen und Tausend Jahren hier in der Umgebung Kassel aussah und wie vor Millionen Jahren es sich hier verändert hat. Wir werden aufwendig gestaltete Lebensräume sehen, mit Experten und Zeitzeugen sprechen. Ja, dann los! Das Ottonium. Das Naturkundemuseum ist ca. 400 Jahre alt. Es wurde 1601 bis 1604 gebaut. Obwohl es so alt ist, sieht es ganz schön neu aus. Das liegt daran, dass im Zweiten Weltkrieg fast ganz zerstört wurde. Nach der Zerstörung sind einige Teile kaputt und verloren gegangen. Auf drei Stockwerken kommen jährlich bis zu 80.000 Besucher, um sich die Ausstellungen anzusehen. Hier sehen wir den Erdkilometer. Er ist ein Kunststück von der Documenta 6. Mit ihm wurde ein Kilometer in die Erde gebohrt. Er hat alles klein gepresst und damit Flüssigkeit hochgespült. Das wiederum wurde von den Mitarbeitern vom Naturkundemuseum getrocknet, gesiebt und dann aufgeklebt. Das Material besteht aus dem Buntsandstein und der rote Sand zeigt, dass hier mal Wüste war. Ja, genau. Das Gebiet des heutigen Kassel ist durch Kontinentaldrift vom Äquator bis hierher gewandert. Kassel war mal eine Wüste, ein Gebirge und ein Meer. Und alles veränderte sich. Das sind jede Menge Plakate von Sonderausstellungen, die hier stattgefunden haben. Genauer genommen haben seit 1997 78 Sonderausstellungen stattgefunden. Darunter waren die Ausstellungen Leben im Dunkeln, Tiere zwischen Hof und Hobby oder die Monsterausstellung. Inzwischen können sich die Besucher die Sonderausstellung Gifttiere anschauen. Tschüss! Die Welt gibt es seit 4,6 Milliarden Jahren und die Menschheit gibt es erst ganz kurz hier. Oh, Besuch! Ja? Hier sieht die Tiere und Pflanzen, die heute noch in unserer Region leben. Aber früher sah es ganz anders aus. Ja, das stimmt. Oh, hallo, wer bist du? Ich bin ein Förster und zuständig für die Verwaltung des Waldes und des darin vorkommenden Wildes. Danke sehr. Bitte sehr und viel Spaß noch im Museum. Woher wissen wir überhaupt etwas über frühere Lebensformen, wie zum Beispiel Dinosaurier oder Mammuts? Wir wissen es, weil wir Fossilien finden. Fossilien sind alle Überreste früherer Lebens, die älter als 10.000 Jahre sind. Das können zum Beispiel Knochen, Zähne, Fußspuren oder verschnörter Kot sein. Es gibt sichere Nachweise, dass die Dinos vor 240 Millionen Jahren gelebt haben. Guck mal, da hinten sind Dinos. Ja, komm, wir gehen mal hin. Es gab früher ca. 1500 bis 2500 Dinoarten. Die Dinos lebten damals überall auf der Welt. Auch auf der Antarktis, die damals noch nicht vereist war. Da kann man heute noch Knochen von den Dinos finden. Warum sind die eigentlich so groß geworden? Weiß ich nicht. Fragen wir einfach mal den Dino. Alle Arten haben die Tendenz, größer zu werden. Das hat folgende Gründe. Erstens, weil man schneller sich im fortpflanzen kann. Zweitens, weil man weniger Feinde hat. Drittens, weil man weniger Nahrungskonkurrenten hat.
Und viertens, wenn man groß ist, kann man die Nahrung besser verdauen. Ah, okay. Und wer war der größte Dino, der jemals gelebt hat? In Amerika waren die Dinos besonders groß. Da lebte auch der größte Dino. Das war der Argentinosaurus. Er ist 30 bis 35 Meter, manchmal bis 40 Meter lang geworden und ca. 16 Meter hoch. Dann kannst du uns bestimmt auch sagen, wer der kleinste Dino war. So einen ähnlichen Dino könnt ihr da hinten finden. Das ist eine kleinste Dinosaurier, den es gegeben hat. Mittlerweile hat man noch kleinere Arten gefunden. Der Archonis ist im Moment der kleinste bekannte Nicht-Vogel-Dinosaurier. Er ist maximal ca. 40 cm lang geworden. Okay, danke schön. Ah, okay, danke für die Infos. Die Dinos lebten vor 240 Millionen Jahren bis 66 Millionen Jahren. Leider sind sie ausgestorben. Ein Meteorit mit 10 Kilometer Durchmesser ist im heutigen Mexiko eingeschlagen. Das hatte zur Folge, dass viel Staub und Asche in die Atmosphäre gelangte. Es wurde kalt und dunkel und deswegen gab es weniger Pflanzen und weniger Nahrung. Die großen Tiere starben aus und nur die Kleintiere haben überlebt. Danke sehr! Neben uns steht die Gudrun Schneider und ich habe eine Frage, wie entsteht so eine Ausstellung? Die Entstehung so einer Ausstellung ist ein sehr langer Prozess. Man muss zuerst sich ein Thema überlegen, was man zeigen möchte, dann sehr gründlich über das Thema recherchieren, das heißt ganz viel nachlesen, sich vielleicht auch Filme darüber anschauen. Und wenn man dann ganz viel Wissen zusammengetragen hat, sich überlegen, welche Objekte möchten wir unseren Besuchern zeigen, um denen das Thema näher zu bringen. Dann schaut man zunächst in der eigenen Sammlung, welche Ausstellungsobjekte haben wir schon im Haus. Die nicht da sind, aber vielleicht wichtig für das Thema, kann man sich dann von anderen Museen ausleihen. Und dann muss man sich noch genau überlegen, in welcher Reihenfolge ordnen wir die an, damit das auch einen Sinn ergibt. Wie können wir die lebensecht inszenieren, was für Hintergrundbilder brauchen wir. Und zum Schluss muss man dann natürlich noch Texte schreiben, wo der Besucher ganz einfach erklärt, alle wichtigen Informationen über dieses Thema finden kann. Ja, Gudrun, wir haben ja viele Tiere, unterschiedliche Tiere gesehen. Manche sind groß und manche sind klein. Warum sind die Tiere dann verschieden? Das liegt daran, dass die Tiere sehr, sehr viele unterschiedliche Lebensräume besiedeln und in diesen unterschiedlichen Lebensräumen auch ganz unterschiedliche Rollen einnehmen. Manche, die fressen zum Beispiel die Blätter hoch oben am Baum, andere fressen das Gras unten am Boden. Wieder andere sind vielleicht Räuber und jagen andere Tiere. Und je nachdem, wie die Tiere leben, passen sie sich an diese Bedingungen an. Und deswegen ist es für manche Tiere von Vorteil, groß zu sein. Und wenn die dann Nachwuchs bekommen und manche von den Nachkommen sind ein bisschen größer als andere, dann können die sich bevorzugt fortpflanzen. Und so wird die Art mit der Zeit immer größer. Diesen Prozess nennt man Evolution. Und das passiert an ganz vielen Orten gleichzeitig auf der Erde. Und so entstehen ganz viele unterschiedliche Tierarten, die sich je nach den Bedingungen am besten daran angepasst haben. Dankeschön. Bitte. Das größte Dino-Ei war ca. 30 bis 40 cm groß. Reptilien waren die ersten Tiere, die Eier mit drei Eihüllen gelegt haben. Dadurch waren die unabhängig vom Wasser, weil der Embryo im Ei vor dem Austrocknen geschützt war. Eier wurden in Nester gelegt. Das ist das Ei von einem relativ kleinen Raubsaurier. Hallo, ich bestehe aus einer Kalkschale, wie bei den heutigen Vögeln. Ich habe eine längliche Form. So waren die Eier von Raubsauriern, also Fleischfresser. Runde Eier waren Eier von Pflanzenfressern. Ei, wie lange hat es gedauert, bis dein Embryo geschlüpft ist? Das weiß ich nicht so genau, aber manche Dinosaurierarten hatten eine sehr lange Brutzeit von 3 bis 6 Monaten. Damit ähnelt die Brutdauer eher der von heutigen Reptilien als der von Vögeln. Das konnte man herausfinden, indem man die Zähne versteinerter Dinosaurier-Embryos untersucht hat. Dankeschön. Jetzt machen wir einen gewaltigen Sprung in die Zukunft. Ab in die Steinzeit. Die Steinzeit wird so genannt, weil Waffen und Werkzeug aus Stein verwendet wurden. Außerdem kamen aber auch noch zum Beispiel Holze und Knochen beim Werkzeugbau in Einsatz.
Die Steinzeit fing vor ca. 2,5 Millionen Jahren an und endete vor ca. 4500 Jahren. Dann wurde sie von der Kupfersteinzeit abgelöst. Man vermutete, dass die Steinzeitmenschen eine komplexe Sprache hatten, mit denen sie miteinander kommunizieren. Das vermutete man, weil Zungenbein ähnlich wie bei uns heutigen Menschen ausgebildet war. Ja, das stimmt. Sag mal, wo habt ihr denn gewohnt? Wir lebten in Höhlen und Zelten. Winter Höhle, Sommer Zelt. Die Zelte wurden mit Stöcken, Knochen, Mammutstoßzähne als Untergespann. Darüber Felle und Leder erbaut. Die Kleidung besteht aus Fell und Leder und die Schneesenkel auch aus Leder. Interessanterweise haben die Steinzeitmenschen die Fellarten so angeordnet, dass es am sinnvollsten war. Die Schuhe waren aus Bärenfell, Hose und Jacke aus Ziegenfell. Die Mützen bestehen aus Bärenfell. Mit dem Bärenfell haben wir auch gezeigt, dass wir stark sind. Daher haben wir es auch als Mütze getragen. Die Steinzeitmenschen hatten mehrere Möglichkeiten, Feuer zu machen. Eine Möglichkeit war, Feuer zu machen mit Stein. Mit Feuerstein und Katzengold? Dazu brauchte man ein gutes Material. Die Menschen nutzten zum Beispiel Zunderschwamm, was besonders gut geeignet dafür war. Auf den Baumpilz haben wir gepinkelt oder ihn in Urin getränkt. Wieso das denn? Dadurch brannte der Pilz besser. Feuer konnte man auch aus Stöckern machen. Wichtig ist dabei, dass man hartes und weiches Holz verwendete. Mit einem Feuerbogen konnten wir das Feuer viel einfacher anzünden. Die Wölfe waren bei den Menschen in der Nähe und haben deren Abfälle gegessen. Mit der Zeit haben wir die Scheu voneinander verloren. Und wir Wölfe sind zahm geworden. Die Steinzeitmenschen essen Fleisch, Beeren, Früchte, Pilze und später Honig. Man vermutet, dass die Steinzeitmenschen keine Mammuts gejagt haben. Es war einfach viel zu schwer, die fette Fellschicht, Hautschicht und Fettschicht zu durchbohren. Und außerdem waren die Mammuts viel zu schnell. Sie konnten bis ca. 40 Stundenkilometer schnell rennen. Und die Steinzeitmenschen haben nur kranke und schwache Mammuts gejagt. Aber euch haben die Menschen gejagt. Hallo, ich bin der Moschusochse. Man sollte mich lieber nicht ärgern. Ich lebe in Gruppen. Bei Gefahr bilden wir einen Verteidigungsring. Mit unseren Hörnern traut sich keiner ran. Wir gehören zu den ziegenartigen Tieren, auch wenn wir nicht so aussehen. Ich bin ein Wildpferd. Ich habe vor ca. 12.000 Jahren gelebt. Ich esse gerne Gras. Meine Verwandten sind die Esel. Ich lebe unverändert heute noch. Ich bin ein Rentier. Ich gehöre zur Gruppe der Hirsche. Wir leben auch heute noch in sehr kalten Gebieten. Wir ernähren uns gerne von Moos und Pflanzen. Das Mammut war an die Kälte während der Eiszeit dran gewöhnt. Die Mammute hatten als Anpassung an die Kälte sehr kleine Ohren und ihre Haut war sehr dick. Ungefähr 3 cm. Mammuts aßen am Tag 20 Stunden, daher schliefen sie höchstens 4 Stunden. In Europa gab es keinen Wald, nur eine Graslandschaft. Die Graslandschaft wurde als Mammutsteppe bezeichnet. Die Stoßzähne waren 3 bis 4 Meter lang und wogen pro Stück 150 Kilo. Sie dienten zur Verteidigung und um Schnee wegzuschieben. Ein paar hundert Meter vom Museum entfernt, im Philosophenweg, wurde vor etwa 100 Jahren bei Bauarbeiten der Unterkiefer eines jungen Mammut gefunden. Früher wurden Mammutreste Einhörnern oder Riesen zugeschrieben. Mammuts hatten 4 Zähne im Mund und 2 Stoßzähne. Die Zähne im Mund wuchsen 5-mal nach. Und wenn sie den 6. Zahn bis zur Wurzel abgenutzt haben, konnten die Tiere nicht mehr richtig kauen. Das war häufig eine Todesursache.
Wir sind hier in der Sammlung vom Museum. Aber warum sind die ganzen Dinge, die wir hier drin sehen, nicht draußen in der Ausstellung? Weißt du das? Nein, dazu fragen wir jemanden. Okay. Neben uns steht Kai, der Museumsdirektor. Ich habe eine Frage. Mhm. Warum gibt es eigentlich Naturkundemuseen? Naja, die Menschen haben sich schon viele Jahrhunderte lang dafür interessiert, was in der Natur passiert, welche Tiere es gibt, welche Pflanzen, und haben schon immer besondere Dinge gesammelt, die man da gefunden hat. Und die hat man irgendwann in Museen aufgehoben. Und heute tut man das noch genauso. Deswegen gibt es eben Museen, die sich mit der Natur um uns herum beschäftigen. Und solche Tiere und Pflanzen, die es bei uns gibt oder in fernen Ländern, zeigen und aufheben. Warum habt ihr eigentlich eine so große Sammlung? Ja, die Sammlung, die ist ja schon zum Teil auch ganz alt. Und wir haben Dinge, die Leute vor vielen, vielen Generationen schon gesammelt haben. Nicht nur hier in Kassel, sondern manchmal auf der ganzen Welt. Und die haben das hier nach Kassel gebracht, damit damals die Leute gesehen haben, dass es Tiger, Löwen, Gazellen in anderen Ländern gibt. Die haben wir alle aufgehoben hier. Und viele Generationen von Wissenschaftlern haben Dinge, Pflanzen, Tiere, Fossilien, Versteinerungen, Dinosaurierknochen gesammelt, die wir hier im Museum auch untersuchen. Ja, die werden wissenschaftlich untersucht und aufgehoben. Manchmal weiß man gar nicht, ob man in Zukunft das nicht auch nochmal braucht für neue Untersuchungen, die dann interessant sind. Und das heben wir hier alles auf in unserem Depot. Wir zeigen das Allerwenigste im Museum, nur das, was für die Besucher interessant ist. Für die Wissenschaftler ist das alles nochmal extra aufgehoben und ist auch ein ganz wichtiger Teil eines Museums. Dankeschön. Ja, schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss. Macht's Tschüss. Gut. Tschüss. Das war aber knapp. Der war aber relativ harmlos, hat nur viele Pflanzen gefressen. Aber bei denen ist es umgekehrt. Niam, niam, niam. Wir fraßen am liebsten Fleisch. Hyänen waren Jäger und Aasfresser. Sie stahlen oft Essen, indem sie andere Tiere von davor Beute vertrieben. Wie wir sehen, lebten Hyänen in Höhlen. Sie wurden bis zu 25 Jahre alt. Hyänen lebten im Rudel zusammen, so wie die heutigen Hyänen in Afrika. Warum finden die Forscher so viele Knochen in euren Höhlen? Wir schleppten Knochen von Tieren in unseren Unterschlupf. Wir zerbissen die Knochen und schleckten das Knochenmark heraus. Wir hatten 34 Zähne und eine extrem starke Bisskraft. Sie hatten auch keine Angst, größere Säugetiere zu jagen. Hyänen jagten Hirsche, Pferde und sogar Moschusochsen. Schnell raus hier, bevor uns die Hyäne erwischt. Unsere Sendung geht zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Im Naturkundemuseum werden auch Führungen, Kindergeburtstage und Workshops für Schulklassen angeboten. Wer mehr erfahren möchte, kann sich direkt hier hinbegeben oder auf www.naturkundemuseum.kassel.de nachschauen. Und wir schauen uns noch die historische Sammlung an.